Was sind eigentlich die vier wichtigsten Kriterien für mich beim Immobilienkauf? Eventuell willst du ja auch eine Immobilie kaufen oder hast in der Vergangenheit dich schon für Immobilien interessierst, hast dich dann den Markt angeschaut und gesehen, es ist super schwierig, dort Sachen zu finden. Und gerade beim aktuellen Markt geht es halt darum, viel Schrott auszusortieren, um sich auf die guten Sachen konzentrieren zu können. Und um den Schrott auszusortieren zu können, habe ich mir vier Kriterien überlegt, an die ich mich halte, die es mir möglich machen, effizient gute Immobilien zu finden, respektive die schlechten Immobilien auszusortieren, sodass ich mehr Zeit für die guten Objekte habe. Die ersten vier Kriterien helfen mir ganz gut. Das sind sozusagen meine Eckpfeiler, an denen ich mich orientiere. Und da habe ich die sogenannte Dreiviertelregel. Das heißt, ich prüfe die neuen Objekte auf diese vier Kriterien. Und nur wenn drei von vier Kriterien erfüllt sind, dann kaufe ich dieses Objekt. Oder na klar, wenn alle Kriterien erfüllt sind, dann auch. Aber wenn schon zwei Kriterien rausfallen, wenn die für mich schlecht sind, dann sortiere ich das Objekt gleich aus, egal wie viel Potenzial das hat. Dann ist es einfach überproportional komplex und kompliziert und hilft mir nicht weiter. Das erste große Kriterium ist für mich, wie auch für alle anderen Immobilieninvestoren, natürlich die Lage. Es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt in einer A-Stadt investiert oder ob man irgendwo auf dem Land in der Pampa investiert, weil es gibt ein großes Risiko und das ist das Wiedervermietbarkeitsrisiko. Das heißt, wie gut kriegst du die Immobilie vermietet, wenn sie leer steht? Vielleicht kauft man sie auch mit Leerstand oder vielleicht kauft man sie vermietet und dann zieht mittlerweile der Mieter aus. Und für uns ist ja wichtig, dass unsere komplette Kalkulation aufgeht, dass wir die Immobilie immer vermietet haben. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit in einer guten Lage höher, diese Immobilie zu vermieten, als weiter draußen. Das heißt, je weiter man rausgeht, so weiter man nach B, C oder D Städte geht, desto höher steigt natürlich das Risiko. Deswegen, je besser die Lage ist, klar, desto weniger ist das Risiko und desto besser kann man die Sachen kaufen. Natürlich gibt es jetzt sehr viele Standorte, die sich lohnen und auch viele Standorte, die sich nicht lohnen. Oft wird ja auch gefragt, Alex, was ist eine gute Lage, wo soll ich investieren? Und gerade da Deutschland ein sehr heterogener Markt ist, also dass es viele gute Standorte gibt, muss man sich im Detail damit beschäftigen. Die einen kaufen halt eher im Raum Baden-Württemberg, Bayern, die nächsten gehen auf die großen Städte, ich investiere in Sachsen. Das heißt, es gibt viele, viele gute Städte und man sollte sich generell damit beschäftigen, wie entwickelt sich die Stadt. Das heißt, wie ist die Struktur, wie ist die Bevölkerungsentwicklung, wie ist der Arbeitsmarkt, wie ist die Leerstandsquote. Und wenn es da gute Indikatoren gibt, die man ja leicht googeln kann, dann ist das eigentlich eine gute Stadt und man kann dort investieren. Natürlich ist mit der Lage dann nicht nur die Makrolage gemeint, also in welcher Stadt man kauft, sondern man muss natürlich auch später dann in die Mikrolage gehen, schauen, ist man jetzt vielleicht direkt im Stadtzentrum, ist man vielleicht im Speckgürtel, welche Stadtbezirke sind dort gut und dort ist natürlich ein bisschen schwierig, das rauszufinden, gerade wenn man in eine neue Stadt kommt und da ist mein Tipp immer, unterhaltet euch mit Leuten, die vor Ort kommen, Makler, die vor Ort arbeiten, die können euch genau sagen, welcher Stadtbezirk ist gut, welche Straßenzüge sollte man lieber meiden, sind in der Stadt vielleicht lieber Zwei-Zimmer-Wohnungen gefragt oder vielleicht lieber Vier-Zimmer-Wohnungen mit Aufzug und Balkon. Das heißt, wenn ihr die lokalen Leute fragt, könnt ihr sehr gut herausfinden, ob das eine gute Lage ist und ob es sich lohnt, dort zu investieren. So, nur ist gute Lage das eine. Also jeder will natürlich in einer guten Lage einkaufen. Wir wissen aber alle, dass eine gute Lage oft auch sehr, sehr teuer ist, was es natürlich für uns als Investoren unrentabel macht. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Kriterium, was ich bei mir immer zum Aussortieren nehme, und das ist die Rendite. Wenn natürlich wir in einer super guten Lage kaufen, ist es oft so, dass die Rendite sehr, sehr schlecht ist. Das heißt, man muss dieses Risiko zwischen guter Lage und schlechter Lage auch immer vergleichen mit der Rendite, die wir haben. Wenn wir jetzt eine Immobilie kaufen wollen und wir finanzieren die zu 100%, weil wir schnell Vermögenswachstum betreiben wollen und wir kaufen dann vielleicht nur 3% oder 4%, dann heißt das ja, mit den ganzen Einnahmen, die wir von der Immobilie kriegt, können wir ja gerade mal so die Kosten decken und das Ding wirft dann noch keinen Cashflow ab. Im Gegenteil, wir zahlen dann drauf. Und was bringt uns denn eine Immobilie, wo wir drauf zahlen? Das kann vielleicht ein Kapitalanleger kaufen, aber nicht wir Investoren. Das heißt, wir brauchen natürlich auch mal eine gute Rendite, also mindestens 6%. Und erst ab 6% Rendite lohnt es sich für uns Investoren zu kaufen. Weil nicht nur für uns, für unsere eigene Cashflow-Berechnung ist das wichtig, sondern auch für die Bank. Die Bank
rechnen ja noch viel, viel konservativer als wir. Und wenn wir uns dann so eine mittelmäßige Immobilie ins Portfolio packen, dann verschlechtert das unsere Bonität und danach haben wir viel mehr Schwierigkeiten, eine neue Immobilie zu bekommen. Deswegen ist es für mich immer wichtig, mit einer guten Rendite zu kaufen. Und natürlich in den großen Städten bekommt man eine schlechtere Rendite. Und deswegen muss man vielleicht auch mal überlegen, ob man vielleicht in etwas schlechtere Lage geht, aber dafür eine etwas bessere Rendite erwirtschaften kann. Das dritte Kriterium, was ich mir immer anschaue, wie gut ist die Immobilie instand? Ist die komplett fertig? Ist die vielleicht komplett vermietet? Gibt es keinen Reparaturstau? Oder muss man erst noch was machen? Steht vielleicht demnächst eine Dachrenovation an? Fällt vielleicht demnächst die Heizung aus? Muss ausgetauscht werden? Muss vielleicht neues Laminat verlegt werden? Das heißt, je nachdem, wie viel Reparaturstau eine Immobilie hat, ist das für mich auch immer ein Kriterium. Weil wenn ich eine Immobilie sehr, sehr günstig kaufe, das hat man ja oft, dass Immobilien sehr günstig angekauft werden, man dort aber erstmal eine Kernsanierung machen muss, weil irgendwie komplett alles kaputt ist oder halt ewig auch schon leer steht, dann natürlich auch ein Kriterium, was man beachten muss und was man auf seine Kalkulation, was man immer mit einpreisen muss. Und gerade je größer die Reparaturen, Sanierungsarbeiten sind, desto mehr muss man kalkulieren und desto schwieriger ist es natürlich auch für Anfänger, solche Immobilien zu kaufen, weil man dann sehr viel kalkulieren muss, man hat vielleicht das Know-how nicht, man muss sehr viel mit externen Leuten zusammenarbeiten und auch für die Bank, die sieht das ja auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil man sich erstmal Angebote von Handwerkern einholen muss und am Ende sehr, sehr viele ungewisse Sachen dabei sind, die einem vielleicht die Kalkulation kaputt machen können. Also auch hier ist das Kriterium, gibt es viel Sanierung oder gibt es wenig Sanierung? Das ist auch ein Punkt, den ich bei der Vorauswahl immer im Hinterkopf habe. Ich sage jetzt nicht, dass Sanierung und Reparaturen schlecht ist, aber wenn ich ein Objekt sehr viel reparieren muss, sehr viel sanieren oder renovieren muss, dann müssen halt alle anderen Kriterien stimmen, dass ich das Objekt überhaupt näher anschaue. Und der vierte Punkt, den ich auch mal betrachte, ist das Objekt reines Wohneigentum oder hat auch Gewerbe damit zu tun? Oft hat es ja so, dass man vielleicht mal Mehrfamilienhaus anschaut, wo vielleicht 6, 7 Wohneinheiten sind und unten im Erdgeschoss ist Gewerbe drin. Das heißt, es ist auch mal eine Frage, ist Gewerbe vorhanden und wie groß ist der Anteil vom Gewerbe? Weil ich habe selber nur Wohnimmobilien gekauft, habe mir ab und zu auch mal Sachen angeschaut, wo Gewerbe dabei ist. Aber das ist natürlich dann viel komplexer bei der Analyse, weil Gewerbemieter muss man ganz anders einschätzen, ganz anders kalkulieren als rein Wohnraum. Und das bringt einfach eine zusätzliche Komponente mit ein, die man betrachten muss, die die Sache viel komplexer macht. Und nicht nur bei der Eigenkalkulation, sondern auch bei der Kalkulation bei der Bank. Weil wenn die Bank sieht, dort ist Gewerbe drin, dann finanzieren sie in der Regel oft weniger, als wenn es reines reiner Wohnraum ist, weil es für die Bank natürlich auch risikoreicher ist, wenn man einen Gewerbemieter drin hat, der vielleicht auch einen Großteil der Kaltmiete von dem Objekt hat, im Vergleich zu den Wohnungen, die auch noch in dem Objekt sind. So, das sind generell die vier Punkte, mit denen ich immer entscheide, ob ich eine Immobilie weiter betrachte oder nicht. Also die Lage, die Rendite, den Reparaturstau und Gewerbe. Und wenn jetzt alle vier Punkte in Ordnung sind, also wenn ich in einer guten Lage bin, eine gute Rendite habe, keinen Reparaturstau und kein Gewerbe habe, dann kann ich eigentlich bedenkenlos zuschlagen, dann kann ich das Objekt weiter analysieren, ich kann das besichtigen, ich kann die Unterlagen meiner Bank zuschicken, also generell die ganze Ankaufsprüfung weiter vorantreiben. Oder wenn vielleicht 3 von den 4 Punkten stimmen, dann schaue ich mir das Objekt auch weiter an. Also wenn das Objekt vielleicht nicht in einer so guten Lage ist, aber dafür eine gute Rendite hat, keine Reparaturstau und kein Gewerbe, ist es für mich in Ordnung. Oder wenn jetzt das Objekt vielleicht in einer super Lage ist, aber vielleicht viele Reparaturen gemacht werden müssen, dann gucke ich mir das genau an, hole mir die Angebote von den Handwerkern ein, überschlage das Ganze und beschäftige mich damit. So, also generell behandle ich so die 4 Faktoren. Wenn ich jetzt aber bei den 4 Faktoren merke, dass vielleicht 2 schon nicht stimmen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Objekt ist vielleicht in einer schlechten Lage und es ist noch Gewerbe drin, dann sind das für mich 2 Faktoren, die nicht mehr stimmen und dann beschäftige ich mich im Objekt nicht. Das heißt, egal welches von den 4 Faktoren nicht stimmt, sobald 2 zusammenkommen, ist das Objekt für mich nicht mehr rentabel und ich beschäftige mich da nicht weiter und lege meine ganze Energie darauf, andere Objekte zu finden. So, ich hoffe, diese 4 Punkte helfen dir auch bei der Einschätzung deiner Immobilie. Und wenn du vielleicht einen Kumpel oder einen Freund hast, der auch gerade eine Immobilie sucht und am Verzweifeln ist, dann schick ihm doch einfach dieses Video, teile das Video mit ihm, dann hilft ihm das vielleicht weiter, auch schnell seine nächste Immobilie zu kaufen. Mich würde es freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Dein Alexander vom Vermietertagebuch.